ich mal eine hier. So schön hier. Ah, liegt hier was? Kein Schnitt? Ich dachte, das wäre eine Wurst. Moin. Ja, das hier ist mein Fuß und ich heiße Brian. Ich bin heute für Bioland in Bozen unterwegs. Ich werde heute herausfinden, was der Unterschied zwischen Bioland und Bio ist. Dann hat Bioland noch irgendwie 7 Prinzipien und eins davon schauen wir uns heute genauer an. Das hat irgendwas mit Kreisen zu tun oder sowas. Ich habe mir dann aber erstmal einen Kaffee reingedrückt und ein paar Wrestling-Videos geguckt. Halt so ein ganz normaler Montag, ne? Ja, dann ging's auch los. Also ich war ziemlich aufgeregt und ich wusste nur, dass ein Stefan mit einem weißen Lieferwagen mich abholt. Ich wollte dann runtergehen und dann meinte der Redakteur: Bis zur Straße laufen und gucken. Damit das auch nach einem richtig guten Film aussieht. Das wird er wohl sein. Na? Grüß dich. Alles fit? Das sieht's aus, ja. Doch, doch. So, wir beide verbringen heute einen schönen Tag miteinander, ne? Ja. Ich bin gespannt, was heute passiert. Ja, ich auch. Ey, alles locker, ne? Ja, also der Stefan, der hat so einen Biolandhof und sein ganzes Auto ist jetzt voll mit Gemüsekisten. Die liefern wir jetzt zusammen aus und später fahren wir zu seinem Hof und gucken einfach mal, wo das Ganze eigentlich herkommt. Skü, skü. Wir müssen hier rein dann. Ja, ja, ich such dich doch schon. Ja, ja. So, voilà. Dankeschön. Soll ich auch eine ja, nehmen? Ja, natürlich rein. Ja, sicher. Boah, jetzt muss ich auch noch richtig arbeiten hier. Nehme dich ja nicht umsonst mit. Ist das genau diese Tobi? Das sind diese Topinambo, die wir hier lassen jetzt. Tobi Mambo? Das ist Tobi Mambo. Tanz mal. Jo, also Topinambo ist eine Knolle, also eigentlich wie eine Kartoffel. Und das, was ich hier gerade hochhebe, das sind ganze 26 Kilo. Und damit ihr euch das mal vorstellen könnt, das wiegt halt genauso viel wie 26 Kilo Flummis. Das war's für hier. Der Stefan hat sich dann noch von seinen Knollen verabschiedet. Und ich habe auf dem Parkplatz noch ein paar Fotos für meine Praktikumsmappe gemacht. Wer ist jetzt der nächste Kunde oder die nächste Kunde? Das ist Gianni Bio. Gianni Bio? Das klingt wie ein Rapper. Gianni Bio. Gianni Bio. Ah, hey, bist du Gianni? Hier laden wir die drei ab, genau. Komm, dann nehme ich mal eine hier. Okay, jetzt bist du mal Kamerakind. Ich Kamera. Jetzt musst du hier richtig wie ich absetzen einmal. Wahnsinn, ja genau, perfekt und super in die Knie, gell? Ja, also richtig aus der Hüfte. Ja, super. Es kommt in mein Praktikumsheft. Ja, perfekt, oder? Willst du dich auch nochmal vor den Kübel stellen? Ich mache ein heftig gutes Foto von dir. Du hast es drauf, super. 42 Kilo Kürbis und 9,9 Kilo Roggenkörner. Und ich habe die 42 Kilo gehoben, hast du gesehen? 42 Kilo, du hast zwei Kisten, nicht eine, also. Ja, komm, hör auf. Waren sicher nicht mehr wie 30. Gönnen wir den Moment. So, schau, jetzt kannst du es gehen. Na, in anderen Namen, wir haben aber noch einen zu putzen. Aber was noch? Jetzt muss ich aber erst putzen. Okay. Ja, dann haben wir gedacht, bringe ich dir mal den derweil. Und den dann putzen wir. Und dann die nächsten Wochen. Jetzt haben wir da Binambo ein paar Mal geerntet haben, dann gehen wir putzen. Gut. Den Kollegen und dann gibt es schon noch. Weil die haben da erst noch was ein bisschen umgeputzt. Ne. Gut. Hier ist mit der Mühle. Ja, aber hier ist auch die Mühle. Ja. Logisch, haben wir jetzt viel mehr. Nächstes Jahr. Okay, gut. Nächster Kunde. Ja. Bis jetzt fand ich das auch eigentlich alles ziemlich interessant, aber Bioland hat so 7 Prinzipien und eines davon, das wollten wir heute hinterleuchten. Und ich habe auch irgendwie 1000 Mal versucht, den richtigen Moment zu finden und irgendwie hat er mich nicht verstanden. Naja, da haben wir erstmal ein paar heiße Schnittbilder gesammelt. Guck mal, wie stabil ich hier die Kiste halte. Und ein paar Leute mit Grünkohl gestochen, damit die im richtigen Moment durchs Bild gehen. Servus. Drückst du den Kindern morgens manchmal auch so ein bisschen Grünkohl in die Hand, so für einen guten Schulstart? Hey, ganz ruhig. Viel Spaß in der Schule. Ja. Guten Hunger, ne? Das ist Grünkohl, das kann man essen. Ach, ist das schön. Wieder eine gute Tat. Boah, jetzt hier, Panorama. Du musst dich leicht machen, sonst ist sowieso nichts. Ja, hier mal Arsch hoch, ne? Das ist mal ein bisschen leichter. Guck mal ein bisschen nachdenklich. Guck mal wie ein Rennfahrer. Super. So, ab geht's. Wir haben dann noch bis zum Ende ausgeliefert. Und auf dem Weg sind ich und Stefan uns auch ein bisschen näher gekommen. Mhm.
Man muss schon sagen, Stefan wohnt in einer richtig schönen Ecke und wir wollten noch unbedingt noch ein paar geile Bilder sammeln. Deswegen habe ich hier so eine 360-Grad-Kamera. Kannst du sie auch noch mal raushalten, dann kannst du sie über die Leitplanke halten oder sowas. So geile Fahrten, wie du magst. Kannst du richtig über die Leitplanke halten? Das ist so geil. Ja, so? Nee, richtig so, so. Richtig runter. Alter! Ist die Kamera noch oben? Ihr habt sie abgebrochen. Nein! Na. So, hier soll meine Kamera irgendwo liegen. Da ist sie! Ich würde sagen, die geht noch. Alles super. Alles gut? Ja, alles gut. Der Tobi, der lernt das auch noch. So, hoi, morgen. So, hier wäre wir ja. Fix. Das ist ja mal echt eine Aussicht hier. Ich würde mich hier immer hinsetzen und gucken. Soll ich dir einen Klappstuhl besorgen? Nee, erstmal machen wir was. Klappstuhl jetzt. Und Bier. Geil. Du stehst gerade mitten auf dem Acker, gell? Ja. Mit dem Getreide. Aber nein, das passt schon. Siehst du, das ist Topinambo-Feld. Und wir? Topinambo. Wir graben da drüben, würde ich sagen. Ich guck mir das kurz an. Ja, ja, ja. Ich zeig's dir schon mal vor. Immer aus der Hüfte. So. Siehst du? Wie eine Kartoffel. Die für die Schweine kann man werfen, aber die zum Verzehr immer mit etwas Gefühl, gell? So, in die Hüfte? So wie ein Ei, genau. Genau so. So, jetzt kann ich hier einfach irgendwo, wo hier so ein Moped hier ist, da kann ich buddeln, oder was? Genau, ja. Und bitte nicht zerhacken, die Knollen. Nee, kennst du mich doch. Ja. Da ist ja auch noch was hier, so. Da, ist das? Nein, der ist nichts mehr. Na. Das ist der Stock, genau. Einfach. Genau. Diese Stängel werden vom Bodenleben verarbeitet und dienen nächstes Jahr wieder als Dünger, nicht? Aha. Der Fläche. Oh, hier geht's richtig rund. Oh. Siehst du, wie schön locker die Erde ist? Hast du gut gemacht. Ja, ja, das gehört alles dazu. Nicht? Auf dem Bierhof, da muss man schon schauen, dass die Bodenstruktur und die Erde, das muss passen. Hast du schon mal was richtig Verrücktes hier gefunden? So eine Handgranate oder sowas oder ein Colt? Nein, noch nicht leider. Ah. Aber du. Man hofft immer. Irgendwann, irgendwann mal vielleicht. Also ich muss ja 7 Prinzipien jetzt unterleuchten, ne? Ja, genau. Und du bei dir ist im Kreislauf Wirtschaft. Genau. Also wenn ich den Lauch jetzt hier ernte, was passiert dann danach mit diesem Quadratmeter? Was ist jetzt der Kreislauf genau? Nächstes Jahr kommen hier Kartoffeln drauf. Im Frühjahr kommt dann etwas Mist hinauf. Ein Teil kommt von unseren Kühen, die wir auch selbst im Stall oben haben. Die verwerten das Gras und das Stroh, das hier reinfällt am Betrieb. Und den Rest habe ich von 2 Nachbarbetrieben. Und die bekommen auch einen Teil des Grünfutters, weil wir haben nur praktisch 4 Kühe. Und die brauchen nicht das ganze Grünfutter. Also jetzt noch mal kurz zusammengefasst. Das ist eine Kuh, wie man sieht. Und die muss ab und zu mal auf den Schacht. Und das, was die rausdrückt, das ist pures Gold. Richtig guter Dünger. Und dieser Dünger wird natürlich wieder für den Boden verwendet, wo man Pflanzen anbauen kann, die die Kuh wieder fressen kann oder die man verkaufen kann. Und man hat natürlich nur so viele Kühe, wie man Fläche zur Verfügung hat. Genau. Das ist, dann das ist Kreislaufwirtschaft, ja. Das ist ein Kreis, der sich schließt und der möglichst auf engen Raum basiert. Gerade wird Dünger produziert, Brian. Schau hin. Das ist eine Düngermaschine? Wahnsinn. Ja, unser Ochse. Moin. Braucht ihr Kühe? Für ohne Tiere würden die Weiden würden zuwachsen. Für die Wiesen hätten wir auch keinen Bedarf. Weil was sollen wir mit Wiesen tun? Ja. Machen? Weil für Ackerland ist es zu steil. Das funktioniert nicht. Und dann würde das alles Wald werden. Und natürlich würden da viele Pflanzen achten und viel Lebensraum komplett verloren gehen. Aber auf jeden Fall, Tiere gehören schon dazu. Und das ist ein wahnsinnig wertvoller Dünger. Ja, da kommt wieder eine neue Produktion. Ui, genau. Da hat aber einer. So ist richtig. Juhu. Es ist so schön hier. So. Siehst du, jetzt was haben wir gesagt? Also, Radicchio braucht man noch. Was ist das? Radicchio. Kennst du nicht Radicchio? Heißt in Italien so, halt kennt jeder. Also heißt wie Rudizio. Radicchio. Radicchio, kennst du nicht? Ich dachte, das wäre eine Wurst. Mhm. Nee. Dann braucht man wie ein Topinambur. So, siehst du, da ist die Summe.
was kostet. So, jetzt haben wir einmal den Walli. Der Walli hat heute richtig, Walli, genau, richtig Walli reingehauen. Er kennst du den gut? Ich habe einen Frauennamen, Waltraud. Ist Walli eine Frau? Ja. Mhm. Und nach unten abreißen. Ja. Perfekt, ciao. Ah, den haben wir jetzt vergessen. Kleine Bratkartoffeln. Genau. Die Walli und die Bratkartoffeln, ne? Stellt sie immer wieder, die mag sie einfach, die schmecken hier. Ich glaube, das wäre ohne dich heute richtig aus dem Ruder gelaufen. Die hätten alle was anderes bekommen. Perfekt. So, jetzt nochmal Zeit für eine Zusammenfassung. Also ich habe heute ein Gemüse kennengelernt, was Tobi tanzen lässt. Dann noch, was im Kreislauf Wirtschaften heißt und nicht, dass das nur eine gute Idee ist, sondern es auch super wichtig fürs Klima ist. Und zu guter Letzt habe ich heute einen richtig feinen Kerl kennengelernt. Eine Frage habe ich noch. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Bioland und Bio? Verbandsbier wie Bioland hebt noch mal hervor, dass immer den ganzen Hof umstellen. Mhm. Also sonst bei Normalbio kann ich sagen, okay, der Acker da, das ist Bio und der Acker daneben und die Wiese mache ich konventionell. Mhm. Also wenn ich Bio-Landprodukte kaufe, dann weiß ich, dass der ganze Betrieb genau, Bio immer ist. Bio ist. Und nicht genau. Nur Bio. Und dass der Betriebsleiter deshalb auch überzeugt ist von dem, was er macht. Ja, weil sonst und nicht nur macht, weil der Markt gerade einen höheren Preis genau für das Produkt zahlt. Also ist der Unterschied zwischen Bio und Bioland auch einfach das Wort Land, weil das ganze Land dann Bio ist. Ne? Ja, genau. Ganz ja einfach. Bio, Land. Ja, ja. Okay. Ha, logisch. Gut. So. Die Rest musst du dann selber noch packen. Aufgeladen wird. Ey, vielen Dank für den Tag. Ich fand es sehr interessant alles. Und du machst hier auf jeden Fall einen richtig geilen Job. Danke dir, toll war's. Auf jeden Fall spannend, ja. Und wenn du mal langweilig wärst, nicht? Genau, wenn dir langweilig ist, dann kommst du mal gerne nach Norddeutschland. Ja, genau. Dann etwas Grünkohl lernen, oder? Ja. Geil. So, zu das Ding. Und so. Feierabend. Perfekt. Gibt's jetzt was zu essen? Na, Mittag. Mittags. Wenn du gerade keinen zum Spielen hast, dann spiel auf dem neuen Film ab. Hier rechts und links gibt es überall welche. Da oben kannst du so abonnieren und weiter geht's.